Christian, herzlich jetzt willkommen zurück zu Let's Play Supermarket Simulator. Ja, jetzt haben meine Mitarbeiter auch endlich ihren Namen erhalten. Bruno, er war vorher 103, Name 133. Und Toni mit den Namen, hatte ja vorher den Namen 244. Hier C17, der ja vorher den Name 17 hatte, und Jeffrey, endlich. Hilfe, tötet mich. Er hatte ja vor als Name 154. Ja, ich habe in den falschen Datei reingeguckt. Da gab es noch mal so einen Extra-Ordner, wo Cashier und Restocker drinne waren. NPC-Namen beziehen sich auf die NPCs, die hier rumlaufen. Ja, wie gesagt, wenn ihr als NPC hier rumlaufen wollt, wählt eure Nummer. Weil das geht von 1 bis... Lass mich nicht irren, über 400? Ich weiß es jetzt nicht. Vorher hatten sie so, gab es so die Methode, dass die aus dem YouTube-Namen entstammen sind. Also nicht aus der Freunde, ich meine aus der Freundesliste bei Steam. Dahin, so den nach restocken. Ah, das war ich. Das gebe ich offen und ehrlich zu. So. Ich muss doch irgendwie. Warte mal, wenn ich den jetzt ein bisschen weiter nach hinten drücke. So. So. Man kommt hier immer noch dran vorbei. Ja, jetzt will ich das machen, was ich... Pommes Fritz kaufen. So. Das meiste ist jetzt... im Lager drinne. So. Ein bisschen dahin. Denn das Regal, das soll exakt für das hier sein. Müssten die das gleich mal restocken an einigen Stellen. Also Toni, sei nett. Wie gesagt, also ich musste echt erst in den Dateien nochmal richtig reinschauen. In den besagten Ordner für NPC-Name. Und... okay. Muss ich selbst wohl nachfüllen. So. Ich kaufe zur Sicherheit noch mal ein paar Kartoffeln nach. Alter Spiel. Wie gesagt, also ich muss da echt erstmal gucken, ne? Den Fehler. So. Ah, hier gab es einen Bug.
So, das kann restockt werden. So. Und der Laden kann geöffnet werden. Hä? Okay, dann packen wir erstmal die Kartoffskis. Machen wir mal zwei Regale. Nachgefüllt werden, oder? Nö, muss noch nicht mal. Da waren meine beiden Mitarbeiter echt fleißig heute mal. Hähnchen brauche ich auch noch nicht. Vielleicht das nachfüllen? Jupp. So. Ich glaube, die ersten 10 werde ich selbst noch entscheiden, wie die heißen sollen. Wenn die mal wieder auftauchen sollten. Und für den Rest dürft ihr euch entscheiden. Wollt ihr in meinem Spiel mit drin sein oder wollt ihr es nicht? So. Aha. Wir haben den Bug wieder. Heißt, jetzt kann ich... C schließen und fallen lassen. Aha. Jetzt kann ich das Produkt erstmal nicht mehr aufheben. Du kannst es nicht. Okay, da muss ich mir jetzt. Da haben wir einen Bug. Das ist auch so ein Bug. Der gerne immer wieder jetzt auftaucht. Jetzt habt ihr den auch mit live miterlebt. Ich kann jetzt das Produkt erstmal eine Weile nicht aufheben. So. Ist das nicht herrlich? Wie gesagt, also... Wo war die jetzt nochmal? Hallo Milch, wo warst du? Ah, hier. Okay, ab ins Regal damit. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo war. Alter, hier muss man ja erstmal selbst noch, muss ich selbst nochmal gucken, wo die Milch war. In welchem Regal. So. Ja. Wie gesagt, ihr dürft entscheiden. Ja. Unter welcher Nummer ihr existieren wollt. Okay, Toilettenpapier brauche ich nochmal. Eins. Weil ich muss auch das hier restocken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Kaufen. So. Das ist restockt. Das ist restockt. So. Kaufen. So. Jetzt gehe ich einfach hier.
außen rum und fülle mal eben nach. So. So. Wie gesagt, also für die ersten 10 werde ich auf jeden Fall mir einen Namen ausdenken. Bekannte Namen. So. Eben schnell. Licht an. Ich hoffe, der Bug ist gleich vorbei. Nee, den muss ich noch nicht nachfüllen. Den muss ich noch nicht nachfüllen. Aber das kann ich nachfüllen. Aber wie ihr seht, also es hat geklappt. Dadurch, dass ich jetzt ein weiteres Regal eröffnet habe, habe ich dafür auch gesorgt, dass die nicht mehr sauer sind, dass sie ein Produkt nicht finden können. Eins fürs Regal, eins für zum Auffüllen. Oh, es waren sogar zwei. Hä? So. Kaufen. Eins ist draußen, das weiß ich ja genau. Herrlich. Wenn man genau weiß. So. Nicht wundern, der. Wie gesagt, Jeffrey war der erste Mitarbeiter. Der erhält einen Sonderbonus. Hier noch nachfüllen. So, Wasser habe ich ja irgendwo noch. Oh, restocken. Ah. Geht ja noch nicht. Okay, hier hinten muss ich auch noch Lampen anbringen. Füge ich dazu. Einmal kurz zu den Möbeln. 4 Stück. So. Okay. 186. Die Krauch kriegt auch einen netten Namen von mir. Haben wir noch irgendwelche Kunden hier im Haus? Nee? Gut. So. Ich glaube, die nächste Mod, die ich installieren werde, ist, dass die Leute auch in der Nacht arbeiten. Zack. Fanden die Produkte zu teuer? Tukoso, oder? Das ist die hier. So. Ah, das heißt also, ich müsste einmal den kompletten Spielstand nochmal neu starten, ey. Okay.
hier hinten noch. Unsere beiden Mitarbeiter sollen ja keine Angst haben. Im Dunkeln. So. Nochmal ein bisschen Toilettenpapier gekauft. Das muss ja sein. So. Okay. Hier hin erstmal, okay, der ist voll. Dann müssen wir den einmal kurz hier abstellen. Dann müssen wir die anderen Kartons auch noch da hinpacken. Also jetzt haben wir erstmal keine Probleme mit Toilettenpapier. Nur dieser scheiß Bug, der jetzt gerade wieder aufgetreten ist. In der letzten Folge stand Toni. Nein, es war Bruno. Ich kann euch genau sagen, wo er genau stand. Also, ihr habt es ja auch gesehen. Er stand die ganze Zeit hier vor und hatte Hähnchen. Obwohl hier Pommes drin ist. Pommes! So musste Toni größtenteils immer die Arbeit von. Okay. So. So muss halt, wie gesagt, Toni die ganze Arbeit von Bruno machen. Und ich mach mal kurz eine Pause. Ich bin gleich wieder da. So, und weiter geht's. Ja, die Zeit ist in der Zwischenzeit weitergelaufen. Wo ich mal kurz auf Toilette war. Heißt, ich habe nicht mitbekommen, was abging. So. Ich nehme den Honig und fülle den auf. Okay. Dieser Bug, ey. Ja, wie gesagt, also wenn ihr euch als NPC im Spiel sehen wollt, könnt ihr euch nehmen. Die Nummern stehen über den NPCs. Aber ich kann nicht versichern, ob ihr auch wirklich auftauchen werdet. Oh, Hähnchen ist leer. Tatsächlich. Alter, da musste ich ja erstmal wieder 17 Stück kaufen. Ein Großteil geht daneben, ey. Geil! Das heißt also. Die Hähnchen haben mir das Genick gebrochen, ey. So. Und ich habe ja schon eine Truhe. Nur mit Hähnchen. Heißt aber jetzt. Habe ich erstmal genug Hähnchen. Nein. So. Das Geilste ist, Toilettenpapier und Hähnchen haben dieselbe Größe, was die Kartons angeht. Sollte Kronk Hähnchen anbieten, dann muss er nicht nur Toilettenpapierkartons nehmen, sondern er kann die Hähnchenkartons nutzen. So.
Ich guck mal nach, wie viel Hähnchen schon. Kein Hähnchen verkauft? Alter. Aber egal. Die Kartons kann er auch nutzen. Die haben ja dieselbe Höhe. Das ist ein Tipp von meiner Seite aus. Den Gronkh macht einen Livestream draus. Ich mache hieraus wirklich nur ein LP. So. Okay. Was muss nachgekauft werden? Ja, wie gesagt, also die... Warte mal. Ich muss mal was testen. Okay, er hat genau bei drei Kartons, also bei drei Waren, denselben Karton. Bei den Kartoffeln, den Hähnchen und den Toilettenpapier. Oh. Muss mal wieder nachgefüllt werden. Okay. Das geht noch. So. Kaufen. So. Okay. Ich glaube, die ersten drei werden Gronkh, Sarata und Tobinato sein. Oh ja, Gronkh. Dann Tombay. Spark of Phoenix. Alter, ich muss mir die Namen aufschreiben. Sonst vergesse ich das. Ich gebe die Nummern vorher an. Die ersten 10. 3, 4, 5. Gronkh. Sarata. Tobinator. Tombay. Spark of Phoenix. Mr. Morgame. German Let's Play. Ja. Man muss immer gucken, ob sind das weibliche oder männliche NPCs. Dann noch schaue ich denn auch noch. Also bis jetzt habe ich erst nur die genannt, die ich auch immer gerne geschaut habe. Der einzige, der bis jetzt sich richtig zurückgezogen hat aus der Gaming-Szene, ist Mr. Morgame. Ha!
German Dash Cam Driver, kurz GDD. Dann, ha, den gucke ich auch ab, immer wieder, der Fahrlehrer, ja, so heißt er. Und bei 10 habe ich den perfekten. Alfred Baumann. Oder war das Bauhaus? Ich weiß es jetzt nicht. Also auf jeden Fall, es ist Freds Revier. Also in Freds Revier. Bauhaus. Ja, Bauhaus war das. Ja, er wird auch in meinem LP auftauchen. Somit habe ich die ersten 10 fertig. Ha! Und ihr wart live dabei. Bei der Aufnahme. In der nächsten Aufnahme werden genau diese 10 eventuell auftauchen. Sicher bin ich mir nicht. Aber dass die ersten 10 schon mal fertig sind, ist perfekt. Okay. Ja. Jetzt gehe ich erstmal die Regale durch. Mache einmal nochmal Stippvisite. Davon brauche ich nochmal 3. 1, 2, 3. Hier brauche ich 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann werden die Produkte erstmal gekauft und ich sage Ciao. Oh, jetzt muss ich erst. Ach, der Bug ist ja immer noch da. 26. So, damit ist das Regal mit dem Kaffee voll. So, wie viel brauche ich jetzt? Ich muss mal nachzählen. 3. 1, 2, 3. Von dem brauche ich nur 2. 3. 1, 2, 3. Okay, das sind 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Die kaufen wir jetzt alle erstmal ein. Dann sind wir die schon mal. Haben wir hier schon mal voll. Das ist Wasser. Wie viel brauche ich davon? 1, 2. Das sind 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Das sind 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Das köfe ich jetzt mal eben noch schnell. Und dann ist das Regal auch voll. So. Das wäre nur zweimal Milch. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hoffe, ich habe das Regal nicht dazu gezählt. Kaufen. So, da habe ich jetzt erstmal wieder rechtlich eingekauft. Meine vier Mitarbeiter weinen schon, weil ich wieder zu viel ausgegeben habe.
So, dann gucken wir mal, wie sieht es mit den Hähnchen aus. Das sieht perfekt aus. Das können wir erstmal wieder da hin platzieren. Okay. Das Regal sieht scheiße aus. Das weiß ich jetzt schon. Wo war das denn jetzt? Hä? Okay. Einmal Pizza nochmal. Einmal Kartoffskis. Fertig. Zack. Okay. Ja, und wie es dann weitergeht beim Supermarket Simulator, erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Also ich sage mal, bis zum nächsten Mal, euer Corganto beim Supermarket Simulator. Wenn ich die Namen, die ich mir gerade eben aufgeschrieben habe, in die eine Liste eingefügt habe. Also, ciao!